Jetzt im Studio Wermelskirchen. Hallo, die Leonie ist heute hier und wie ihr unschwer erkennen könnt, die liegt in der horizontalen Bauchnabelpiercing, kriegst du heute, ne? Ja. Bist du aufgeregt? Ja. Aber Verstärkung hast du mitgebracht? Deine Freundin? Extra aus Eschweiler angereist hier. Wunderbar. Nicolo steht in den Startlöchern. Genau, steht in Handschuhen, startklar. Wir stechen Bauchnabelpiercing mit dem Titanium G23 Ersteinsatz eingezeichnet und desinfiziert haben wir auch schon. An dieser Positionierung wird es gestochen. Ja, und dann können wir auch loslegen. Du bist auch startbereit? Ja. Perfekt. Also, wir setzen jetzt erstmal die Zange an. Sobald die Zange sitzt, hast du auch ganz schnell am Bauchnabelpiercing, okay? So, dann fixieren wir jetzt erstmal die beiden Punkte. Das ist das, was du so ein bisschen spüren kannst, weil es halt leicht kneifen könnte. Und sobald die Punkte fixiert sind, können wir dann auch sofort starten. Und wir haben ja gesagt, wir machen einfach, ich brauche dir gar nichts sagen, ne? Ja. Okay, Bauch schön locker lassen, bitte nicht verkrampfen. Und Bauchnabelpiercing ist gestochen. Das war's schon. Alles gut? Ja. Okay, das war ein zögerliches Jahr, aber bei dir ist alles in Ordnung, ja? Ja. Okay. Ziehen ein bisschen. Ja, das ist normal. Sobald der Schmuck drin ist, hört es auch eigentlich immer sofort auf. Wir machen den Schmuck drauf und dann hast du dein Bauchnabelpiercing. Schmuck ist drauf, wir setzen den Schmuck ein, Schmuck ist drin und da ist das Piercing. Perfekt. Dann machen wir noch eben schnell den Glitzerstein drauf, dir geht's immer noch gut. Und du hast dein erstes Piercing überlebt. Das ist so super. Ja. Perfekt. Steinchen ist auch drauf, ich ziehe es noch eben kurz fester. Und da ist es. Nun bringe ich es in die richtige Position. Und einmal das Bauchnabelpiercing. Cool. Fertig.